So, willkommen in der Türkei. Hier sind wir in Lara unterwegs. Ach, oh Gott, oh Gott. Laden nach dem anderen, eine Mol nach der anderen. Oberirdisch, unterirdisch. Es leuchtet, es blinkt. Also so viele Sachen habe ich noch nie gesehen aus so 2-3 Kilometern. Also am besten ist, man geht aus dem Hotel raus, eine Straßenseite runter, in Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte und zurück geht man dann auf der anderen Straßenseite. Ist unglaublich, was man hier alles zu sehen bekommt und auch eben kaufen kann. Ne? Also wer noch Platz im Koffer hat, also dann los. Ne? Jo, hier geht's nach unten, hat im Sommer klar den Vorteil, hier ist schön kühl, glaubt's mir. Wenn ihr auch einen Urlaub in der Türkei plant, dann könnt ihr hier schon mal gucken, was nehme ich mir als Andenken mit. Was schenke ich da dem Omi, die zu Hause geblieben ist? Oder dem Fußballfan hier? Oh Gott, was alles gibt. Irre, irre, irre. Also man kann sich viel Nippes hier kaufen und sich dann zu Hause in die vollen Schränke stellen und sich an den Urlaub zurückerinnern. Tja, ist unglaublich. Habe ich so noch nicht gesehen, so viel. Ah, kennt ihr die? Promi-Treffen vor Ort. Draußen an der Straße stehen da auch noch sehr viele Figuren. Lucky Luke zum Beispiel. Ne, mit den, wie heißen denn die Gangster da? Die Daltons, ja genau, die Dalton-Brüder stehen da auch. Irgendwie kann man doch nicht widerstehen. Irgendwas kauft man immer. Naja, wir decken uns aber mit Strümpfen ein, Unterwäsche. Schuhe, Turnschuhe, bis uns eines Tages mal der Zoll erwischt. Aber wir machen immer die Etiketts ab dann und ziehen sie wenigstens ein bisschen an. Die Strümpfe natürlich packen wir auch aus. Dann sagen wir, die haben wir von zu Hause auch mitgebracht. Dann können sie eigentlich nichts machen. Ja. Aber das ist ja immer, man, jeder Fünfte, den wicken sie raus und dann gucken sie an den Koffer nach. Tja, und wenn man weiß, ja, die kommen aus der Türkei, dann weiß man schon, was die eingekauft haben. Ne? Ja, und ruckzuck nach 2 Stunden sind wir wieder am Hotel. Da gehen wir jetzt rein, da wohnen wir. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.